Herzlich willkommen bei der Revolution von mir, für euch, meine Damen und Herren. Heute schauen wir von... Oh, fuck, jetzt hab ich gegen das Mikro gehauen. Heute schauen wir mit Präsident, also wir schauen Präsident an, der ewige Ikea, produziert von Kamikaze. Da musste ich natürlich etwas schmunzeln. Limbus, am 8.4.2016. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Es wird mit Lyrics, beziehungsweise mit so einem Comic-mäßig Zeichnung. Ich bin gespannt. Ich bin aufs Video gespannt und auf den Text. Wir haben ja Menschenpyramide angeguckt, wo ich gedacht so, war schon nice. Das können wir als Präsident. Achso, der Vorschlag kam von Gruppenzwang Untergang. Ihr wisst Bescheid, hier ist der Netter. Also hier ist Ikea. Abgehakt. Wird gemacht. Jetzt. WhiskeyRap.de. Präsentieren. Naja, da muss ich das Video mal etwas zurück machen. Naja, dafür, dass sie wollen und können, eins ist naja. Dafür, dass sie wollen und können, eins ist naja. Dafür, dass sie wollen und können, eins ist naja. Dafür, dass sie wollen und können, eins ist naja. Dafür, dass sie wollen und können, eins ist naja. Dafür, dass sie wollen und können, eins ist naja. Dafür, dass sie wollen und können, eins ist naja. Bisschen wie so eine Schallplatte, die immer sich wiederholt, aber egal. Dafür, dass sie wollen und können, eins ist naja. Dann tat weg. Ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Ich hoffe, das war jetzt nicht die Hook. Fuck. Schleim am Hals. Eins ist naja. Dante hat Vergil gekriegt. Von daher vielen Dank für nichts, für wer auch immer dieser Typ hier ist. Ich mein, er hat's erzählt und ich so cool, Bruder. Ich glaub, es war Autor bei der Weiß oder YouTuber. Irgend so was Würdeloses, irgendwas mit Korthose. Mein Führer durch das Jenseits holt mich ab in einem Ford Focus. Fährt beharrlich 120 auf der Mittelspur. Wir hören beide Motrip-Alben auf dem Weg zum Limbus durch. Nach zwei, drei... Ich hab das jetzt nicht rausgehört. Ja, da müsste ich jetzt wissen, was ein Limbus ist. Ich weiß, es hat wahrscheinlich nichts mit dem Bus zu tun, in dem Sinne. Das ist was anderes. Den habe ich schon mal gehört, den Ausdruck Limbus. Scheiße. Man muss einen Grund haben, dass der Motrip-Alben, also Motrip so auseinandergeschrieben hat. Nach zwei, drei Stunden ganz kurz eingenickt zum Schneiden, dicker Nebel, als ich aufwach und zur Seite blick. Ich frag, wie lange hab ich geschlafen, er winkt ab mit besserwisser Lächeln, Zeit sei hierzulande, keine Frage. Klingt, als sagt das auswendig gelernt auf, wir fahren noch eine Weile bergauf, dann klärt's auf. Ich schau hinter uns ins Tal hinab, erst jetzt erkenne ich die wie Demo-Bullen in Kampfmontur eingepackten Cherubin-Grenzkontrollen. Denn wenn ich... Cherubin-Grenzkontrollen. Ich kann mit Cherubin nichts anfangen. Aber das mit den Aufklären und so fand ich echt nice. Also der Aufbau, das Nebel und dann dieses Aufklären. Bergauf aufklären, das fand ich nice. Aber ich kann mit Cherubin jetzt nichts anfangen. Denn wer nie so recht gelebt hat, dem ist auch kein rechter Tod vergönnt. Und der ist für diesen Ort bestimmt. Von den Bienenwaben, der Bürozellen, ins aufs Raten finanzierte Grab. Erst totstellen. Bienenwaben, Bürozellen, also. Die sind ja auch so angeordnet wie Zellen, die Bienenwaben. Vielleicht ist das daher geleitet, aber okay.
Und das mit den Recht haben und Recht sterben, fand ich auch relativ sick. Warte, hier. Wer nie so recht gelebt hat, kann man natürlich zweideutig sehen, wenn man das will. Also recht gelebt wie pflichtbewusst etc. oder halt nie richtig irgendwie aufgeblüht oder halt in Selbstmitleid gebadet hat. Das ist ja auch kein Recht her, Tod vergönnt. Also das Ding hier, die Zeile hier, mega nice. Ort bestimmt von den Bienenwaben, der Bürozellen ins aufs Raten finanzierte Grab, erst totstellen. Mit Bürozellen diese, es gibt ja die, in der Bienenwelt ja nur die Arbeiter und die Königin. So, vielleicht meint er das mit Bürozellen, die Arbeiter quasi. Wer weiß. Dann sterben, dann weiter totstellen. Im ewigen Ikea, im Limbus. Der graue Parkplatz im generisch tristen Vorort. Der letzte Atemluft verzehrende, nichtssagende Smalltalk. Kurz vor dem Gipfel. Es hat alle wahrscheinlich was mit der Industrie zu tun, dieser Begriff Limbus. Gut, wie ich mir schon gedacht habe, das hat nichts mit dem Bus in den normalen Sinne zu tun. Das hat irgendwas mit irgendwas anderem zu tun. Aber mir besorgt der Scheißbegriff irgendwas. Ich weiß auch nicht mehr, welchen Zusammenhang der hat. Und das Video ist auch relativ nice gestaltet. Hält der Wagen an, wir steigen aus und stapfen durch den grauen Schnee am Straßenrand, es nieselt. Der Himmel grau, das Wetter diesig. Kalt ist es nicht wirklich, nur so ein bisschen ungemütlich. Gemäßigt halt. Und ganz leise aus der Ferne schwirren die schmerzverzerrten Schreie der Verdammten durch die Ewigkeit. Nach zwei, drei. Das fand ich auch gerade nice. Oder. Es nieselt, der Himmel grau, das Wetter diesig. Kalt ist es nicht wirklich, nur ein bisschen ungemütlich. Herrlich. Wirklich gemäßigt halt. Und ganz leise aus der Ferne schwirren die schmerzverzerrten Schreie der Verdammten durch die Ewigkeit. Nach zwei, drei Kilometern eine Lichtung. Wir sind schon längst nicht mehr allein mit uns in eine Richtung. Gehen Hunderte, Tausende mit präsigen Gesichtern. Selfies schießen noch im Jenseits als die ewigen Touristen, die sie sind. Unfähig zu jeder Transzendenz und so öde, dass man. Warte mal zurück. Was ist denn das für eine Hack? Whitey's Chicken. Okay. Ah, interessant. Man muss auch ein bisschen die Bilder angucken. Hier, Limbus. Da lang. Dance und so öde, dass man nicht mal in der Hölle an sie denkt. Schweige denn sie haben will. Weswegen ihre Heerscharen den Außenrand der Trichterstadt der Qualen füllen, den Nultenkreis, den Ort der Seelen, die keine waren. Zentrum und Emblem, eine sich drehende weiße Fahne. Denn wenn ihr. Ja. Also das Ding ist übertrieben, Alter. Der Song. Gleich mal abonnieren und ein Like da geben. Es ist. Wirklich. Das sind. Da detailliert wird es quasi beschrieben, dann wieder denkst, es geht in die Richtung, geht es auch wieder in eine andere Richtung. Also, obwohl es, du denkst, der Herr Präsident, also der Trump, ups, das war fast, oh, das war eine Beleidigung, oh, es tut mir leid an der Stelle, es tut mir echt leid. Man denkt, du weißt, wo es hingeht mit dem Song, du weißt es, aber dann schlägt er wieder einen anderen Weg ein, du denkst so, hä, WTF? Und dann kommt er wieder zurück auf den normalen Weg und das ist immer so dieses Hin- und Her-Geswitch. Das ist schon nice. Das Problem meiner Sache ist, ich weiß nicht, was ein Limbus ist. Das ist irgendwo wieder ein Begriff irgendwoher, bestimmt. Denn wer nie so recht gelebt hat, dem ist auch kein rechter Tod vergönnt. Und der kannst du dir den Gold einmeißeln. Das Ding. Ist für diesen Ort bestimmt von den Bienenwaben der Bürozellen ins aufs Raten finanzierte Grab. Erst totstellen, dann sterben, dann weiter totstellen. Im ewigen Ikea, im Limbus. Die Fahrt im Fahrstuhl, die sich endlos in die Länge zieht. Die ewig gleiche Dauerwerbesendung, die nie enden wird. Bewacht von drei. Ich habe echt gedacht, wo ich das Video angemacht habe, also wo ich halt ein bisschen vorgeskippt habe. Wegen dem Fenster machen, etc. Und der Song ging los und ich dachte, oh, es kommt düster, also wirklich düsterer Track. Aber dass es quasi noch so human abläuft, finde ich
Finde ich nicht schlecht, Alter. Von drei Kopftüren mit Portschnitt, voller Bürostuhl, Zentauren, lege hin, YouTube-Prominenz, Praktikanten ihrer eigenen Existenz, gesichtslose Anzugträger, graue Massen, Touris, die Selfies machen vor dieser scheißweißen Fahne mit ihren scheißweißen Smartphones, ein paar ohne Köpfe, ohne Arme, nur noch Smartphone, Beine, Torso, Hals, Handy und debile Smileys schweben wie Ballon. Das rührt doch nur komplett mit den ganzen Klischees auf, die es gibt. Halt die Schnauze. Dann hier auch noch schön, also schön dargestellt, das Ganze noch drum und dran. Mega geil. Handy und debile Smileys schweben wie Ballons über der Menge und kacken Evaluationsbögen, angetrieben von Synergieeffekten. Und Terrian und Ska tanzen ausgelassen und unübergriffig zur Weltmusik. Es ist ein Kreisverkehr ohne Abfahrt und der Wind dreht sich. Okay. Und der Wind dreht sich im Kreis und mit ihm die Fahne in der Mitte und alle hinterher auf ewig. Aber keiner merkt was, sonst wär's ja die Hölle. Aber ist nur der Limbus, der ewige Ikea. Wer noch was mitbekommt, ist kein Teil davon. Okay. Glaub ich. Okay. Ja, das kommt halt das. Ja, wie ich mir gedacht habe, Limbus ist das Album. Ich wollte schon sagen, es kommt nur noch das, aber es kommt noch was. Also, Standard Vinyl 1 LP, dann die Deluxe mit Instrument Lyrics auf einer Silbe. Deluxe Box mit Bonustracks, Standard CD, Digipack, Booklet, Lyrics, die erweiterte Limbus, 4 CDs, 4er, 4mal Digipack, Bonus CDs, Instrumente, Handfest die EP, also die EP heißt Handfest, Leiden oder Langeweile EP. In 5 verschiedenen Variationen kann man das Ding kaufen. Okay. Das Cover, das sind natürlich alles wunderschön gestaltet, wie ich das finde. Ah, wie ich es mir gedacht habe. Das, was wir im Video gesehen haben, war ein Bild, aber verschiedene Teile von dem Bild, die den Limbus darstellen sollen. Beziehungsweise den Text, der gerappt hat, nochmal Ausdruck zu verleihen. War sogar ein Tor. Okay. Okay. Es heißt, dass sie heiß ist und hatten. Okay. Ja, gut. Nein. Also, was soll ich denn mit dem Track noch sagen? Wieder lyrisch. Lyrisch. Lyrikmäßig. Wirklich. Schmankel. Die erste Line von der Hook. Die killt natürlich alles. Die ist richtig derbe. Auch die andere Lines mit den ganzen Betonungen etc. Dieses ganze Beschreiben. Auch übertrieben geil. Ich bin echt die ganze Zeit überlegen, woher ich den scheiß Begriff Limbus kenne. Es wird irgendwas wahrscheinlich mit der Industrie zu tun haben. Wie die ganzen Kaufverhalten oder irgendwas. Oder ich bin natürlich ganz frei und sagen, das hat mit der Psychologie zu tun. Oh, wer weiß. Es ist mit der menschlichen Psyche. Dass es extra so einen Begriff gibt für welche, die Konsum irritiert sind.
etc. Whatever. Kann ich damit leider nichts anfangen. Trotzdem, wie gesagt, das Ding ist einfach nur eine Gönnung pur. Ihr könnt natürlich Meinung, Kritik, Vorschläge, alles wieder in die Kommentare packen. Ich werde es lesen. Krass, oder? Ich weiß. Was wollte ich noch sagen? Achso, unten in der Kommentare, also in der Infobox, werde ich den Link zu dem Kanal plus den Song alles verlinken, falls ihr das hören wollt. Social Media Plattform von mir auch unten alles verlinkt. In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Volles. Und bis zum nächsten Mal.